Und weiter geht's mit der dritten Mission der Mongolenkampagne durch die Berge. Genghis Khan hofft, dass die Tanguts ihm den Weg zur Eroberung ganz Asiens frei machen. Alles klar. Oh Gott, die Texte sind mal relativ lang. Dafür, dass sie nicht vorgelesen werden. In seinem Bestreben, die Mongolen zu beherrschen, hat Genghis Khan jeden Stamm der Steppe besiegt. Er hatte sich zum unbestrittenen Herrscher über eines gewaltigen Landes aufgeschwungen. Zu seinem zweiten Nudelsalat kamen Tausende, die dem Khan die Treue schworen. Nach mehreren Jahren friedlicher Herrschaft waren es interne Streitigkeiten und Rivalitäten, die seine Errungenschaften bedrohten. Jetzt muss Genghis Khan neue Feinde jenseits der Steppen seiner Vorfahren suchen, damit sein Imperium wächst und sein Volk vereint bleibt. Als erstes wendet er sich dazu dem Tangut-Imperium im Süden zu. Hört sich nach einem sehr Tanguten Plan an. Der Staat wäre ihm schutzlos ausgeliefert. Könnte er nur das Helan-Gebirge durchqueren und käme an die Kiemen-Festung vorbei, die den einzigen Weg dorthin schützt. Okay, schlagt ein Lager auf. Stellt eine Armee auf, Blockade, Fürst nominiert einen Preis. Ochsenkriegsherr ist ein leichtes Ziel, gewährt euch wichtige Waren, Kleidungsproduktion, um Steuern zu erhöhen. Tigerkriegsherr verfügt über eine gute Verteidigung. Diplomatisch vorzugehen statt gewaltsam. Ja, ich glaube, das mache ich. Tribok, aha, da habe ich schon mal im Skirmish gesehen, auch in einem Stream, den ich schon mal gemacht habe. Ja, es gibt die Tribocke. Tribocke sind sehr teuer, beschützen also gut. Räumen weg, Tribok frei, koordinierte Angriffe, alles klar. Ab geht er! Der berittene Pede. Eine Nachricht von Genghis Khan. Ach, mehr ist es gar nicht. Wir müssen unsere Taktik anpassen. Inzwischen warten keine wackeligen Palisaden aus Stöckern und Seilen mehr auf uns. Sobald wir einen Kriegsherrn gefangen genommen haben, stehen uns Belagerungswaffen zur Verfügung, mit denen wir die dicken Steinmauern durchdringen können. Ich bin jetzt mal so dreist und nehme einfach beide friedlich, weil dem Typen, wenn ich mir schon angucke, was da alles steht. Nö, warum? Die dicken Steinmauern. Ich könnte. Schneidereien, was? Der gesamte Schneiderprozess ist halt so eine Sache. Komm, wir machen es mal hier hinten hin. Da hoffen wir, dass es. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Im Gegensatz zu dem Haus finde ich das aber nicht so überragend. Also, zack, ein bisschen steuern bitte, dann. In diesen Ländern stehen uns viel mehr feine Seiden zur Verfügung. Wir können daraus elegante Kleider fertigen und damit eure Beliebtheit steigern. Oh, oh. Wir haben echt eine Schweine. Bei diesem Gebäude ist auch das auch eine. Warum ist dann die Seidenraupenfarm in der Nähe vom Kornspeicher? Gibt doch wenig Sinn, oder? Weil ich glaube, die Seidenraupen werden doch. Genau, Seitenraubenkuckung, Seitenzwirn, genau, das wird dann alles hier im Vorratslager gemacht. Wenn wir nicht gerade abgeschossen werden auf dem Weg des Versuchs dahin. Alles klar. Gibt es heute etwas zu arbeiten, Hoheit? Du kannst meinen Keller fegen, wenn du willst. Kein Holz. Ich darf auch kein Holz. Ja, dann brauchen wir den Ochsenkriegsherrn auf jeden Fall. Ich darf weder Holzfäller machen noch. Also ich einmal noch, dann kriege ich dich. Und du bist. Tiger. Machen wir auch mal in Richtung des Gegners da hinten. Unterkünfte hin. Waffenkammer besteht anscheinend. Ja, da ist er. Ah, Mist, stimmt, da ist die Waffenkammer. Warum mache ich. Ja, verdammt! Eigentlich sollte ich die Seitenraupen farmen. Noch eine Person benötigt. Oh, ich habe Rüstungs- und Schwertschmieden, so das heißt, ich darf. Ah, imperiale Kavallerie. Ja, gar keine Bogenschützen. Interessant. Rittende Bogenschützen gehen bestimmt. Und, oh, Genghis Khan. Oh gut, ich glaube, ja, gut, das ist ja sowieso immer der Lord. Aber cool, wie die Truppen hier positioniert sind. Gehorsam einfordern.
Und du gibst mir dann bitte Holz. Holzer. Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. Sonst habe ich nämlich ein leichtes Problem. Darum würde ich eigentlich lieber für... Obwohl, ich kann die Waffenproduktion auch da rechts aufbauen, das geht noch. Ein sehr interessantes Angebot. Ja, schön, gib mir Holz. Eure Waren wurden verschickt. So, dann wollen wir mal... Ach, Steine könnte ich kaufen. Gut für eine Unterkunft im Notfall wahrscheinlich. Könnte sonst eine ziemlich gemeine Sackgasse ergeben. Okay, schön, dass das schon mal funktioniert. Ich glaube, der Warlord ist jetzt... Okay, ich glaube, ich hätte den auch relativ schnell stürmen können, aber ganz ehrlich, dafür hätte ich jetzt auch wieder Infanterie gebraucht, um den Geschwindigkeit. Ich glaube, ich war schon besser so, wie es war. Und bei die... Oh, hi. Hi. Wir warten auf euch. Auf dem Armbrustschützen, was? Bereit zum Ausreiten. Aber ich kann euch outrangen. Oh, eigentlich, die Mauern sind oftmals durchsichtig einfach nur. Also man kann einfach durchschießen. Aber hier, das scheint zu funktionieren. Yay, hier, das ist das, was ich mit Wucht meinte. Dass es endlich mal wirklich so Effekte gibt, dass Gegner wirklich mal effektvoll umhaut. Weil oftmals fehlt in den Kämpfen hier, vor allem bei den 3D-Teilen halt wirklich. Ich meine, bei den 2D-Teilen hat es niemals gestört. Bei den 3D-Teilen merkst du halt wirklich, dass alle so statisch einfach dastehen, ein bisschen rumfuchteln. Da fehlt manchmal so ein bisschen einfach. Ja, einfach so das Gefühl von Gewicht. Ich meine, jetzt wo es nach Stronghold Crusader Emis Mutter nicht mehr gibt, also, braucht man doch irgendeinen Ersatz, was das angeht. Reis bitte. Sobald du mit dem Holz fertig bist, würde ich dich mal verbessern, dass hoffentlich noch mehr Holz bei rumkommt. Hab ich gar nicht geschaut. 7 Holz. 10 Holz. Eure Waren wurden verschickt. Pro Intervall. Eisen bräuchten wir dann natürlich auch. Das haben wir. Ich bräuchte bloß noch einen Stall. Dann gibt's die imperiale Kavallerie. Los mit der imperialen. Rein mit der Kavallerie und den Axtkämpfern kommen wir nicht weit. Wir brauchen wirklich den Tigerkriegsherrn, um weiter. Also, sowas finde ich natürlich cool, dass du die Warlords wirklich brauchst und sie nicht nur irgendeine Beigabe sind. Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. Okay, das halten wir. Dann würde ich gerne. Was sagt denn die Akademie? Brittene Bogenschützen, alles bei klar. Diesem Gebäude ist ich meine, mit den Brittene Bogenschützen könnte ich dann auch alles räumen. So ist es nicht. Wir warten auf euren Befehl. Bereit zum Ausreiten. Au, 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 au. Juhu! Wie ihr es wünscht. Gut, wie die auch automatisch da reinreiten. Fühlt es sich gut cool. An. Reitet und feuert, ihr Hunde. Reitet Hunde. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Typ mag Hunde. Kann mir aber auch nur so vorkommen. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. So, Seidenschneiderei. Dann hätte ich gerne noch die Schneidereien. Ja, wir müssen nach. Immer noch nur 10 Holz. Und jetzt? Immer noch 10 Holz.
Von der Hand. Mist. Mal mit den ersten Klamotten wird es besser, denke ich mal. Eure Waren wurden verschickt. Okay, jetzt wird es langsam ein bisschen böse. Ich meine, Holz kommt rein und dass ich die Aufwertung wohin lieber mal sein. Ja. Nicht nur, was sich reimt. Ich bräuchte noch Pferde, dann kriege ich imperiale Kavallerie und dann kann mir eh alles egal sein, aber dafür brauche ich erstmal mal, verdammt. Kommt wen mal jagen wir? Wir warten auf euch. Freunde! Okay, bist ein Wappe. Ich wollte eigentlich, dass du in den Bogenschützen gehst, Junge. Okay, hol dir mal den Deezer, bitte. Den hätte ich jetzt gerne. Und neben dem hätte ich dann gerne bald meine nächste Holzlieferung nochmal. Ich meine, bei dem Tigerkriegsherrn... Okay, der ist dann trotzdem noch angreifbar, aber... wird gar nicht mal so leicht mit den Schwertkämpfern davor und den anderen Einheiten. So, Kleidung. Ach, wenn wir hier mal, um die Steuer noch zu erhöhen, so. Weil die Schweine sollten erstmal ganz kurz ein bisschen reichen. Ich muss nur daran denken, das wieder zurückzustellen später. Okay. Bald kommt hoffentlich die erste Kleidung, die hier schön gemacht wird. Ich meine, wie gesagt, das mit den Arbeitsschritten verfolgen ist halt nach wie vor super in Stormwind. So, wie lange brauchst du noch? Lang genug. Beschleunigen wir das mal mit einem weiteren Konsulat. Vor die Botschaftsecke einfach nur. Da werden wir dann auch noch die Botschaft reinbekommen, apropos. Das ist doch wunderbar. Und da kommen wieder Gegner, ne? Okay, hör mal ganz kurz auf, automatisch zu investieren. Ich möchte mir nochmal eine Holzlieferung holen. Eure Waren wurden verschickt. Jetzt kannst du weitermachen. Die Pferde sind bereit. So, kriege ich jetzt Kleidung? Ja. Jetzt kann ich erst die Kleidung ausgeben. Machen wir mal ein bisschen mehr in der Hoffnung, dass es funktioniert so. Das ist die Frage. Man sieht halt nicht, wie viel produziert wird. Ich hoffe einfach mal, das haut hin. Ah, 140 von 200, das wird. Ja, das sind jetzt ein paar mittlerweile. Quie. Mit genug imperialer Kavallerie könnte ich da jetzt einfach reinreiten. Ja, genau. So. Da können wir jetzt mal ausbilden, schön. Wie viele Lanzen wir auch haben. Okay, 50 Gold ist halt schon eine Menge.
Aber dafür charge ich die jetzt einfach ins Nirvana. Zumindest, wenn die Pferde rechtzeitig kommen. Ihr könnt schon mal ein bisschen vorschwächen und so. Auf dem Pferderücken fühlt es sich gut an. So, okay, die sind weg. Und wir können jetzt, ja, Gehorsam einfordern. Und charge, brumm. Sehr gut. Dann hätte ich gerne noch mehr Holz. Eure Waren wurden verschickt. Ein sehr interessantes Kleidung wird weniger. Eure Hoheit. Jetzt, da wir diesen Kriegsherrn haben, können wir neue Belagerungsgeräte bauen, die über weite Entfernung hinweg auf Mauern schießen. Ah, ja, stimmt, da war ja was von wegen Tribocken. Eine Nachricht von Genghis Khan. Können wir nicht. Es braucht mehr als einfache Mauern, um mongolische Horden aufzuhalten. Ich kann auch von da auch einen Tribok aufbauen und darüber schießen, ne? Gott, wie viel... Wo kommt plötzlich dieses ganze Geld her? Habe ich das jetzt bekommen? Einfach so geskriptet? Das könnte gut sein. Angriff. Belagerungscamp. Wie ihr wünscht. Ich versuche das jetzt mal. Gib mir Belagerungscamp. Gib mir Tribok. Tribok ist du kommst mir jetzt mal darüber. Tribok ist die haben extra dran gedacht, dass der nicht über die Furt fährt. Wir warten auf euch. Nee, ich komme mal drüber. Darauf werden sie nicht vorbereitet sein. Unsere Steine werden ihre Steinmauern in Schutt und Asche legen. Triboken können über große Entfernungen hinweg Steine auf feindliche Befestigungen schleudern. Leider kann man nur schlecht damit zielen. Joho, Julie. Joho! Naja gut, alles eine Frage der Nachkalibrierung, zumindest mit den mittelalterlichen Triboken. Mit jedem Schuss werden die quasi präziser, weil das ist ähnlich wie... im Grunde nicht sehr viel anders als die, Kriegsführung mit Artillerie bzw. mit Schiffsgeschützen. Zumindest mit normalen Geschützen, bevor man jetzt hier so Ziellift-Systeme hatte. Dass man einfach grob in die Richtung schießt und sagt, okay, da ist es eingeschlagen, jetzt müssen wir nachkalibrieren und sagen, ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter runter und so weiter und so fort. Ähnliches mit Tribucken auch. Wenn man sieht, wo es eingeschlagen ist, dann kalibriert man nach und der nächste Schuss ist schon mal näher am Ziel. Näher und näher und näher. Tribok ist bereit! So, darf ich von hier aus rüberschießen? Ja, gut genug. Nochmal, wie viel krieg ich jetzt? 14 Holz, jawoll! Jawollska! Mit der Polska. Angriff! Was? Schön. Die imperiale Kavallerie, die macht Spaß. Die macht richtig Spaß. So, der Warlord wird jetzt auch besser. Ach du liebe Zeit, was ist denn jetzt passiert? Ich verstehe. Wir hatten kein Schwein mehr und die Kleidung ist auch ausgegangen, ja. Ich habe es überhaupt nicht gecheckt, dass die Leute Dieses gegangen Gebäude sind. Hat keine Arbeiter, Hoheit. Ich weiß nicht, also... das Beliebtheitssystem... im Sinne von, wenn die Beliebtheit runtergeht, gehen die Leute sofort und wenn sie hochgehen... Ich weiß nicht, am meisten mag ich immer noch das Beliebtheitssystem, wie es in den 2D Strongholds war. Über 50, sie kommen zur Burg, unter 50, sie gehen. Dieses schnelle Hin- und Her-Switchen, es ist halt einfach so ein übles Austarieren. Du hast doch keinen Puffer, sobald es mal ins Minus fällt, gehen die Leute sofort.
macht mir mal mehr Kleidung. Ein paar Axtkämpfer können wir auch mal machen. Hui. Bumm. Verfehlt. Nice. Können wir auch. Ja, kranke Schweine, toter Wasserbüffel. Donnerschlagbomben. Donnerschlagbomben? Zeig mal her. Triborg ist bereit. Fernkampfbelagerungsgeräte stehen bereit. Bereit! Ich glaube, die kommen nicht rechtzeitig. Hui. Tatsache, ist eine Explosion. Angriff! Frontaler Heavy Cavalry Charge. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Bitte mehr Schwerter, bitte mehr Rüstungen. Hier ist die imperiale Kavallerie so stark, das ist Wahnsinn. Ja, wirklich die ganze Armee da wegrasiert. Klar, die Bogenschützen haben ein bisschen geholfen, aber im Großteil halt wirklich die. Schon böse. So, der Angriff hat jetzt was? Imperiale Krieger, Ambusschützen, Axtkämpfer, Hilfsbogenschützen. Das sollte eigentlich reichen. Für einen glücklichen Tag. Für einen guten Start in den Tag. Ein weiterer Stall wäre noch eine Idee. Es zu lassen wäre aber auch eine Idee. So, Kleidung. Wir belassen es jetzt einfach mal so, wie es hier ist. Das sollte eigentlich hinhauen. Lassen wir auch die Schweine sein. Im Notfall benutzen wir es einfach noch als zur Extra-Ausgabe. Dann passt das. Triborg ist da! Dürfte jetzt die ganze Zeit mit Springfässern, ne? So, weißt du was? Du packst mal zusammen und gehst mal ein bisschen weiter vor. Triborg ist in Bewegung! Bringt uns zur Belagerung! Wie ist es dann eigentlich mit den Springfässern? Sind die, ich glaube, die sind gegen Mauern, machen die wahrscheinlich gar nichts. Also jetzt einfach nach der. Sagen wir es nach Stronghold-Logik. Alles, was mit Feuer zu tun hat, war noch nie was gegen Mauern, sagen wir es mal so. Gegen normale Gebäude schon, aber gegen Mauern Triborg und Türme, glaube ich, eher weniger. Aber wir werden es sehen. Ich wünsche, es würde ein bisschen genauer dastehen, was die jeweiligen Dinge machen. Ich meine, okay, sollte. Jep, da kommt dann Feuer mit raus. Aber wird wohl nichts gegen die Mauern machen. Aber ich würde mal gerne wissen, was der Unterschied zwischen kranken Schweinen und toten Wasserbüffeln ist. Hat das eine mehr einen größeren Umkreis, andere mehr Schaden? Ach, das muss einfach ewig lang aufladen. Jeweils, verstehe. Ihr benötigt Holz, Hoheit. Meine Armee marschiert. Angriff. Fernkampfbelagerungsgeräte stehen bereit. Fernkampfbelagerungsgeräte. Das könnte schon fast so ein typisches deutsches Wort sein. Es fehlt uns irgendwie das Fernkampfbelagerungsgerätgesetz oder sowas. Ja. Darin, Joho Mili, Deja. So, aber vergessen wir die guten alten Briten im Bogenschützen nicht, um da ein bisschen die Mauern effektiv zu rollen. Sonst wird das doch nix. So, ihr helft mal mit, hier vorne zu rollen. Der Donner unserer Hufe wird über die Ebenen schallen. Ah, okay, die Armbrustschützen, die oben sind, die sind schon ein echtes Problem. Und die können auch weit genug schießen. Nochmal Holz, bitte. Oh, jetzt läuft's aber mit der Kleidung. Okay. Oftmals. Wen jagen wir? Oh. Wir um die Wette. Sind Bannerträger dabei. Sind wir ganz toll. Wir warten auf euch. Wir warten auf euren Befehl. Yippie! Hm, hm.
Die sind so auch schon stark. Die brauchen nicht unbedingt den Charge-Bonus. Okay. Ein paar mehr von euch, du darfst dann nochmal angreifen, wenn du willst. Schneidlein, weil deine Fernkämpfer natürlich auch dabei helfen. Damit ich auch mal ein bisschen Geld sparen, um weitere Tribocke zu holen. Aber nur einer bringt mich jetzt. Ja, das Ding ist schon mal weg, sehr schön. Darf ich da hinten auch schon? Fast. Ich muss ein bisschen näher ran. Tribok ist unterwegs. Könnte das schon reichen, dass ich den Turm da hinten auch bekomme? Ja. Charge! Was ist eine umgedrehte Keilformation gerade? Auf dem Pferderücken fühlt es sich gut an. Okay, mal zurück wieder. Glaube ich, genug geholfen. Schicken wir mal ein paar Schilde mit dazu, um die Bogen- und Armbrustschützen, vor allem die Armbrustschützen, ein bisschen zu verteidigen hier. Damit die da effektiv mal ein bisschen räumen können. Hui, doing. Was kann ich beschützen? Wir haben den Schutz. Schutzwände sind unterwegs. Wo ist die Front? Ich am besten noch eine. Ich merke schon, wie viel Schaden dabei rumkommt gerade. Wir haben den Schutz. Was ein Schmutz. Wir haben den Schutz. Mal ganz kurz hier. So, unterhöhen. Wer muss beschützt werden? Joho, Julie. Wo ist die Front? Euer Schild ist bereit. Nochmal verteidigen. Wo ist die Front? Bringt uns zum Kampfgeschehen. Ich komme da schon hin. Bringt uns zum Kampfgeschehen. Wir haben Zacken die Schutz. Da mit? Schutzwände stehen euch zu Diensten. Oh oh. Die Pferde sind bereit. Reitet! Kann es eigentlich sein, dass so schnell wie die wieder sind, wird doch die klassische Kombination Schutzwände, Brittner Bogenschützen wieder übel sein, oder? Schön, dass sobald der Angriff vorbei ist, kann ich sogar gleich nochmal angreifen lassen. Ist das nicht schön? Eure Waren wurden verschickt. Boah, vor allem Schwertrüstung ist jetzt vom Verhältnis nicht so unausgewogen, wie es scheint. Rekruten werden benötigt, Hoheit. Ja, sobald hier offen ist, ist frei. Da brauchen wir eigentlich nur noch einmal loszuschicken. Das heißt, wir müssen jetzt den Turm zerstören. Dann stürmen wir einfach mal selbst schön durch mit der Kavallerie, um auch um diesen einen Flammenwerfer da kaputt zu kriegen. Den einen Turm. Den einen Turm mit den Armbrustschützen kriegen wir auch schon irgendwie. Oh, ist auch ein Flammenwerfer-Typ. Aber da wird langsam abgeschossen. Zumindest, wenn er getroffen wird. Okay. Ich kann mir überlegen, ob ich spare. Auf dem zweiten Trier. Ich glaube, einen zweiten Trier brauche ich fast nicht, oder? Sobald hier offen ist, heißt es bloß noch. Alle Mann eintreten, bitte. In dieses Gesicht. ja. Nein! Ach komm, das wäre der letzte Stein gewesen. Wenn es weg ist, will der dann wenigstens auch ordentlich durchlaufen. Jawohl. Genau, jetzt geh mal durch schön mit den Einheiten und dann mach gleich den nächsten Angriff hinterher. Mal vom Angriffshemmer ein bisschen hoch, damit sie schon mal ein bisschen motivierter die Kämpfe.
Das ist das, was ich meinte, dass die so statisch wirken. Die gucken sich halt gegenseitig an, jeder schlägt mal. Also die schlagen halt immer so, als würden die unter Wasser kämpfen, quasi. Schutzwände stehen euch zu Dienst. Das ist, glaube ich, der beste Vergleich, den man so ziehen kann. Das ist so ein Unterwasserkampf einfach nur. Oh, 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 oh. Tribok ist bereit. Achtung. Vorbereiten. Oh, jetzt hat er schon... Oh Mist, ich hatte echt gehofft, dass er... Okay, mach trotzdem, bereit mal die kranken Schweine vor. Nein, 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 ja, 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 ja. 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 Du wirst wieder viel zu spät, Junge. Ah, wohl. Ja. Am Ende zählt, dass du es versucht hast. Greif bitte an. Meine Armee marschiert. Charge! Dieser Wuchteffekt ist wirklich der coolste, weil es wirklich mal was ist, wo du wirklich mal so... Du spürst einfach den Impact. Oh. Das sind die Schweine weg. Ja, leck. Hauptmann? Bauern werden benötigt, Hoheit. Rekruten werden benötigt, Hoheit. Wir warten auf euren Befehl. So, ihr versucht da mal hochzustürmen und die Armbrustschützen zu holen. Wir sind schon fast am Burgfried, Hoheit. Hier wird kein Barbecue verarbeitet hier. Zubereitet. Wohin reiten wir? Auf dem so, ihr helft mit. Einmal außen rum und die Leiter hoch, bitte. So, ihr holt mal den da. Bam, voll weggeritten. Seht ihr, sowas macht Spaß, wenn du mal wirklich so, so die Leute wegschiebst. Sollte natürlich nicht übertrieben sein, das ist so übel übertriebene Rektor-Effekte oder so, aber ich finde, so macht das Spaß. Speichern wir nochmal auf jeden Fall. Gespeichertes Spiel überschreiben? Einfach nur so ein halbwegs sinniges Gefühl von Wucht. Yay, alles klar, die Mission war dann doch überraschend klein und relativ einfach im Verhältnis zu den ersten beiden, ne? Okay. Dann mal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal beim Kampf von die Hulingen.